Benjamin Biermann, 33 Jahre alt, einer von 10 Geschwistern. Wie sein Vater ist auch er in der Musikbranche tätig. Von Beruf DJ und Produzent. Er lebt und arbeitet heute in Ost-Berlin, genau dort, wo sein Vater unter Berufsverbot und Schikanen litt. Es ist der 13. November 1976. Schicksalstag für Wolf Biermann, Liedermacher mit scharfer Zunge. Im Osten darf er 13 Jahre lang nicht auftreten, nichts veröffentlichen. Dann erlaubt ihm die DDR eine Reise in den Westen, zu einem Konzert in Köln.